Liebe Zuhörerinnen auf der Tribüne, es gibt seit Menschengedenken gibt es Krisen, Kriege, Katastrophen und aufgeteilt auf mehrere Jahrhunderte waren diese stets bewältigbar und haben den Fortbestand der Menschheit nicht nachhaltig beeinflusst. Jetzt, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, schaut die Sache etwas anders aus. So geballt und mit solcher Heftigkeit gab es in der Vergangenheit noch keine Herausforderung für die Menschen auf diesem Planeten. Die etwas Älteren unter uns haben eigentlich eine sehr positive Zeitepoche der Geschichte miterleben dürfen. Eigentlich ging es seit den 50er Jahren nur gesellschaftlich und wirtschaftlich aufwärts. Und jetzt ist über Nacht plötzlich alles anders. Meine Generation, aber vor allem unsere Kinder, sind mit einem blutigen Krieg in Europa konfrontiert. Da wird ernsthaft auch vom möglichen Einsatz von Atomsprengköpfen geredet. Ein verrücktes Virus fordert weltweit über 6 Millionen Tote und zerstört nicht nur den wirtschaftlichen Aufschwung, sondern auch den Traum von Freiheit, nämlich über die Freiheit, sie über sich und seinen Körper selbst Entscheidungen treffen zu können, zerstört aber auch den Glauben an unerschütterliche Verfassungsrechte der Bürger eines Staates. Und als ob das alles nicht reichen würde, beschäftigen wir uns mit einer weltweiten Klimakrise, von der die österreichische Bundesregierung offenbar glaubt oder träumt, dass man diese mit neuen Steuern, mit Preistreibereien und dem Verhindern von sinnvollen Projekten retten kann. Aber es gibt auch eine regionale Katastrophe. Nahezu 100.000 Kärntner sind von Armut und Ausgrenzung betroffen. Tendenz steigend. Und jetzt gilt es aber auch, bei aller Besonnenheit, unsere Aufmerksamkeit und politische Kraft jenen Kärntnerinnen und Kärntnern zu widmen, die es sich nicht richten können. Da werden Almosen weiterhin zu wenig sein. Auch ein weiteres Szenario in Kärnten lässt mich schlecht schlafen, nämlich die Krise im Bereich der Pflege und die dramatische Schuldenentwicklung. Aber wen kümmert's? Im Gegenteil zu diesen Problemen, vielleicht um diese sogar abzulenken, redet man jetzt ernsthaft über eine mögliche Olympiabewerbung im Jahr 2034. Da möchte man jetzt allen Ernstes in zwölf Jahren, wir wissen nicht einmal, was nächstes Jahr stattfinden wird, unsere bereits in die Jahre gekommenen Sportstätte anbieten und dem Olympischen Komitee hier mit einer Retro-, Bio- oder veganen Olympiade unsere Aufwartung machen. Da hat man offenbar aus der Vergangenheit wenig gelernt. Ich erinnere mich noch sehr gut, wo Kärntner Politfunktionäre um die halbe Welt gereist sind, mit dem Ergebnis außer Millionenspesen nichts gewesen. Aber zurück zum Thema. Die Auswirkung des Krieges in der Ukraine stellt auch Kärnten vor eine Mammutaufgabe mit sehr großen Herausforderungen. Und es ist unbestritten, alternativlos, und dass wir für die humanitäre Hilfe der vertriebenen Menschen zu sorgen haben und sorgen werden. Aber ich warne auch davor, dass unsere Aufnahmekapazitäten nicht unbegrenzt sind. Trotz allem dürfen wir nicht außer Acht lassen, dass ebenfalls zu bedenken ist, dass neben der Ukraine auch das normale Asylsystem ja weiterläuft. Fazit. Es braucht eine spürbare Entlastung der Bürger aufgrund der extremen Energiepreise, die auch das Wohnen und Pendeln massiv verteuern. Daher fordern wir ständig und stetig und weiterhin diesen 200 Euro Energiebonus in der Höhe, der auch in Wien eingeführt worden ist. Und was Wien kann, glaube ich, kann Kärnten schon lange. Seit Monaten leiden viele Kärntner unter diesen Preissteigerungen. Wir beschäftigen uns aber nicht nur mit der Forderung nach Neuem, sondern wir beschäftigen uns auch mit Lösungen. Dafür gibt es auch die Möglichkeit, die Finanzierung dieser Leistungen, die aus Teilen der Kellax-Dividende des Landes kommen können. Auch die nicht verwendeten Mittel der Wohnbauförderung können zur Finanzierung dieser wichtigen Sozialmaßnahmen herangezogen werden. Noch eine halbe Minute. Vom Bund fordern wir, die Steuerbelastung bei Sprit vorübergehend, wie in Slowenien, abzusenken oder einzufrieren. Und leider, Kollege Mahle, habe ich dich nicht ganz verstanden, wenn du sagst, 2 Euro an der Tankstelle sind ein Fliegenschiss. Für viele Kärntnerinnen und Kärntner ist das existenzbedrohend.